Der absolut überwiegende Teil, allergrößte Teil der Konsumenten hat kein gesundheitliches Problem mit dem Konsum. Das empfinde ich so ähnlich wie Klimaleugnung. Wenn ich kiffe, hat es selbstverständlich negative gesundheitliche Auswirkungen. Ich weiß nicht, ob Leute, die Cannabis konsumieren, wirklich die CDU wählen würden. Immer. Ich habe einen bekifften SpongeBob auf dem Unterarm, weil für mich der Konsum von Cannabis über Jahre das absolut Größte gewesen ist. Wir machen eine Massenverfolgung von harmlosen Konsumenten. Lass den Scheiß. Ich chille gerade im Schanzenpark in Hamburg und ich könnte wahrscheinlich ohne Probleme jetzt innerhalb der nächsten 5 Minuten Cannabis organisieren. Es gibt 2 Probleme dabei. Zum einen ist der Besitz von Cannabis in Deutschland illegal, das heißt, ich würde mich strafbar machen. Und zum anderen habe ich keine Ahnung, was ich hier für Qualität bekomme, weil das Cannabis auf dem Schwarzmarkt, auf der Straße eben oftmals gestreckt wird. Ich habe keine Ahnung, womit, in welchem Ausmaß, wie gefährlich das ist. Da stellt sich auch die Frage, ob es da nicht besser wäre, denn gekifft wird ohnehin, ob es verboten ist oder nicht. 3 Millionen waren es im vergangenen Jahr, laut offiziellen Zahlen. Ob es dann nicht besser wäre, es zu legalisieren und die Qualitätskontrolle auch ein Stück weit in die Hände des Staates damit zu geben. Ähnlich wie in Uruguay oder in Kanada. Diese Frage möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren. Wir haben hier eine ziemlich bunte Truppe zusammengestellt. Ich bin sehr gespannt. Wir haben einmal Wiebke Winter von der Jungen Union in Bremen. Dann haben wir Sebastian Fiedler, Bund Deutscher Kriminalbeamter. Wir haben Dominik Forster, der früher selber mal drogensüchtig war. Heute coacht er und schreibt Bücher über das Thema. Und wir haben Georg Wurth vom Deutschen Hanfverband. Herzlich willkommen, danke, dass ihr alle da seid. Das erste Statement ist ziemlich klar zu verstehen und zwar lautet das: Ich habe schon mal gekifft. Sebastian, musst du das jetzt sagen, weil du beim Bund Deutscher Kriminalbeamter bist oder? Das muss ich nicht sagen, nein. Warum? Hat dich auch nie gereizt. Das wäre jedenfalls verjährt, also wenn es so gewesen wäre, weil es mit Sicherheit dann in der Jugend gewesen wäre. Nee, reizt mich auch heute nicht. Also ich bin, glaube ich, in der glücklichen Situation nicht so ganz anfällig für viele Süchte zu sein. Das gilt, glaube ich, für Glücksspiel und so ein anderes Zeug auch. Das ist aber vielleicht so eine persönliche Eigenschaft. Reizt mich nicht so. Bitte? Reizt mich nicht so, wollte ich damit nur sagen. Du siehst das genauso, Wiebke? Ja, also ich hatte auch einfach noch nie so das Bedürfnis danach, das zu machen. Ich sehe auch einfach die großen Gefahren, die von Cannabis ausgehen, auch genauso wie vom Rauchen. Und deswegen bin ich einfach noch nie in die Situation gekommen, dass ich dachte, boah, und jetzt mal irgendwie... Hast du die immer schon gesehen, auch mit 15, 16? Warst du da auch immer schon so rational, dass du... Ja, doch war ich. Mich hat das einfach nie gereizt. Ich habe nie gedacht, boah, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Ich finde es erschreckend, was ich mit dem Körper machen kann. Und gerade als Jugendliche finde ich... ist es besonders gefährlich, ist Cannabis ja auch besonders gefährlich, wenn das Gehirn noch in der Entwicklung ist. Und ich hatte einfach da nie das Bedürfnis zu sagen, so, jetzt gönne ich mir mal irgendwie ein bisschen Cannabis, Marihuana, irgendwas. Ja, also ich habe einfach nie gedacht, ja, auf geht's. Sondern ich habe immer gedacht, nee, das ist dumm, wenn ich das mache. Ist klar. Was sagst du dazu, Georg? Kannst du das nachvollziehen? Was ich nicht nachvollziehen kann, dass wenn man Cannabis probiert hat, das gleich heißt, man ist anfällig für Süchte. Ich bin sicher, die Kollegen haben auch schon mal Alkohol probiert, ohne anfällig zu sein für Süchte. Und die allermeisten Konsumenten sind halt nicht abhängig. Und nach offiziellen Statistiken gibt es 14 Millionen Menschen in Deutschland, die schon mal Cannabis probiert haben. Und du gehörst inoffiziell sind es wahrscheinlich ein paar mehr und ich gehöre dazu, genau. Und Dominik, du hast ja eine etwas wildere Geschichte. Ich habe einen bekifften SpongeBob auf dem Unterarm. Weil für mich der Konsum von Cannabis über Jahre das absolut Größte gewesen ist. Der ganze Spaß ist aber im Gefängnis und in der Obdachlosigkeit und in der richtigen Scheiße geendet. Das Gefährliche an Drogen ist immer, dass sie erstmal unfassbar toll sind. Wäre das nicht der Fall, würde es keiner machen. Es hängt aber immer davon ab, in was für einem geistigen Zustand man ist. Deswegen kann man immer nicht pauschal sagen, ob jetzt etwas gut oder schlecht ist. Das zweite Statement lautet: Kiffen gefährdet die Gesundheit. Jetzt sitzt du hier allein auf der Nein-Seite. Ich habe dich eben ein bisschen zweifeln sehen. Hast du vielleicht den Kopf geschüttelt? Warst du dir nicht ganz sicher? Oder? Ja, das ist zu pauschal formuliert. Also natürlich kann Kiffen die Gesundheit gefährden. Das sehe ich schon ganz klar so. Aber so eine pauschale Aussage, Kiffen gefährdet die Gesundheit, so nach dem Motto immer, in jedem Fall und so weiter, das stimmt absolut nicht. Der absolut überwiegende Teil, allergrößte Teil der Konsumenten hat kein gesundheitliches Problem mit dem Konsum, ist auch nicht abhängig. Und um das zu sagen, habe ich mich auf die Seite hier gesetzt.
Das ist offen gestanden, das empfinde ich so ähnlich wie, ja, wie Klimaleugnung. Also das finde ich total absurd und abwegig. Also zu behaupten, dass es keine negativen Auswirkungen hätte, ist ja eine krasse Verharmlosung, muss ich gestehen. Auch angesichts der vielen, die wirklich krank sind davon, die in psychologischer, psychiatrischer Behandlung sind. Also würdest du es schon pauschaler sagen? Das finde ich eines der größten Probleme der gesamten Debatte, dass der Eindruck gerade bei Jugendlichen entsteht, das sei alles gar nicht so schlimm. Und sag mal, wenn, das ist sozusagen eine Formulierung, die ist ja noch auf die Spitze getrieben. Und zu sagen, das ist also völlig, hat überhaupt gar keine gesundheitlichen Auswirkungen. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich total abwegig. Das hat er wirklich nicht gesagt. Ja, aber die Fragestellung war doch, ob Cannabis, oder? Ob es gesundheitsgefährdend ist, genau. Ja, ich habe gerade gesagt, ja, das kann es sein. Ja, und ich sage, das ist in jedem Fall. Also, bin etwas erstaunt. Das heißt, jeder, für dich ist jeder, der einen Joint in die Hand nimmt, der Gefahr ausgesetzt. Es ist doch kein neutrales, es ist ein Gift, was ich zu mir nehme. Das kann ich doch nicht sagen, das hat keine gesundheitlichen Auswirkungen. Und das ist für dich unabhängig davon, wie oft ich das mache. Hat das keine gesundheitlichen Auswirkungen. Bitte? Wenn ich Luft einatme, hat das keine gesundheitlichen Auswirkungen. Aber wenn ich kiffe, hat es selbstverständlich negative gesundheitliche Auswirkungen. Das ist ja gerade sozusagen der Sinn des Kiffens. Deswegen wird es auch medizinisch angewendet. Ja, ehrlich gesagt. Also die medizinische Anwendung, die ist ja auch nur unter sehr strengen Vorgaben überhaupt erlaubt. Nicht jeder kann ja in die Apotheke gehen und sagen, ich hätte jetzt mal gerne meine Runde Cannabis. Ich sehe das vor allen Dingen halt gerade für Jugendliche, ich vertrete jetzt ja auch die junge Generation, finde ich es halt fatal. Gerade wenn man sagt, so, ja, ist voll normal, dass man das irgendwie, dass man sowas mal raucht, dass man so ein bisschen Cannabis konsumiert. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man 15 ist und das macht, dann ist es auch erwiesen, dass man schon nach dem ersten, zweiten Mal, dass es im Gehirn Auswirkungen hat, dass es bleibende Schäden haben kann für ein jugendliches Gehirn, was in der Entwicklung ist. Und ich glaube, dass wir da als Staat auch irgendwie eine Schutzpflicht haben, das zu machen. Und ich glaube, dass diese Gefahr so groß ist, dass wir da auf jeden Fall sagen müssen, das darf man auch nicht verharmlosen, was da passiert. Das ist nicht irgendwie ein Hobby. Dominik, du hast ja eine Geschichte mit dem Kiffen. Wie war das denn bei dir? Gab es eine Phase, wo du das Gefühl hattest, ich komme damit ganz gut klar und ist es dann irgendwann drastisch schlechter geworden oder war das von Anfang an problematisch für dich? Also der Konsum, der war über die ersten Jahre immer durchweg positiv, deswegen ja zum Beispiel auch das Tattoo. Also high sein hat für mich einfach Freiheit bedeutet. Das war ein super Gefühl mit allem drum und dran. Ich bin ja nicht dafür, ich bin aber auch nicht dagegen. Also ich merke auch jetzt schon, dass ich hier auf jeden Fall zwischen den Stühlen sitzen müsste, weil die Sache, die wir hier gehört haben, ist korrekt. Das, was die sagen, ist aber auch teilweise korrekt. Also ich finde ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass es schon darauf ankommt, wie man jetzt diese Droge konsumiert, denn es kann ein Medikament sein. Du kannst dich aber auch innerhalb von kürzester Zeit komplett behindert konsumieren. Beides ist möglich. Ich bin der Part, der für Aufklärung ist. Also man muss den Schülern oder allgemein den Menschen ganz genau erklären, was passiert, wenn man Cannabis raucht. Also zum Beispiel, wenn man jetzt einen 15-Jährigen nimmt, dessen Hirnfunktion noch nicht ausgereift ist, dann kann man sich das Gehirn quasi wie so kleine Versace-Schlangen vorstellen, die sich strecken und gedeihen wollen. Und der Konsum von Cannabis blockiert diese Funktion. Es kann sein, dass man mit 15 anfängt zu rauchen, mit 35 dann auf dem geistigen Stand von 15 hängen geblieben ist, nichts mehr rafft. Es gibt aber auch Menschen, die konsumieren, 20 Jahre lang konsumieren, ihren Doktortitel machen, dann aufhören und alles super. Also diese Fokussierung auf Jugendliche, die kommt in der Debatte immer wieder durch und da stimme ich auch zu, da ist das Risiko am größten. Je früher die Leute anfangen, je mehr die konsumieren, desto größer ist das Risiko, dass da eben was schiefläuft. Aber der überwiegende Teil der Konsumenten sind eben Erwachsene und von denen wiederum der überwiegende Teil hat kein Problem im Konsum. Die Argumentation, dass es natürlich Leute gibt, die nicht solche einschlägigen negativen Erfahrungen haben, ist in etwa so, als wenn ich sagen würde, Rauchen ist nicht so schlimm, weil Helmut Schmidt ist auch über 90 geworden. Natürlich gibt es immer solche Ausnahmefälle, aber generell muss doch die Botschaft lauten, Finger weg von solchem Zeug, das braucht ihr im Prinzip nicht. Ihr könnt auch so wunderbar leben, das ist nicht erforderlich, dass ihr euch irgendwie benebelt. Dann müssen wir Alkohol und Tabak verbieten, wenn das hier eine Diskussion über die Legalisierung ja, ist und wir ist sagen, nicht die Debatte gefährlich. Heute. Die Frage kommt später tatsächlich noch. Das ist ein beliebtes Argument tatsächlich und deswegen sprechen wir darüber ich auch. Ich finde es auch schwierig zu sagen, dass Leute, dass man so pauschal sagt, dass die da kein Problem damit haben, weil es auch, wenn sie mit dem Konsum gut zurechtkommen, wenn ein Schicksalsschlag dazwischen kommt, Freundin trennt sich oder
Todesfall oder sowas und man weiß, dass es eine Substanz gibt, die quasi den Zustand des Aushaltens besser macht, dann ist man ganz schnell in so einer Suchtspirale drin. Es fängt ja meistens so an, also oder es fängt nicht so an, dass man jetzt sagt, boah, meine Eltern sind in der Scheidungsphase und in der Schule läuft es jetzt nicht so gut, jetzt verwende ich gezielt die Droge Cannabis, um dieses Gefühl besser auszuhalten. So denkt kein Kind oder Jugendlicher. Meistens ist es so, dass man halt über Freunde oder irgendwie da reinkommt und die ersten Male, wo man kifft, die sind einfach super. Also man zieht sich dann irgendwie einen Film rein oder ein Musikalbum, frisst den Kühlschrank leer und hat einen geilen Abend. So ist der Konsum von Cannabis. Gefährliche ist aber dann, das, was einmal toll war, wird man ja wahrscheinlich immer wieder machen. Und wenn dann Probleme auftreten, dann weiß man, Moment, da gibt es Cannabis, das kann ich da und da hernehmen. 5 Fakten über Cannabis. Fakt 1. Seit etwa 4000 Jahren machen Menschen Erfahrungen mit Hanf in der Medizin. Doch erst heute wird klar, wie genau die Inhaltsstoffe im Gehirn wirken. In den letzten Jahrzehnten sind extrem hochgezüchtete Cannabis-Sorten entstanden. Deren hohe THC-Konzentration steigert die Risiken des Konsums. Fakt 2. THC steht für Tetrahydrocannabinol. Von allen Inhaltsstoffen, die Haschisch und Marihuana ihre Rauschwirkung verleihen, ist THC der am besten erforschte Wirkstoff. THC wirkt im zentralen Nervensystem. Es kann das Gedächtnis oder die Konzentration langfristig stören, besonders bei Jugendlichen. Fakt 3. Medizin oder gefährliche Droge? Zwei Entwicklungen haben die Debatte zuletzt bestimmt. Es wurden positive medizinische Effekte bei einigen Erkrankungen festgestellt. Es ist mittlerweile belegt, dass Cannabis gefährliche Wirkungen haben kann. So treten psychische Erkrankungen bei intensiven Cannabiskonsumenten gehäuft auf. Fakt 4. In Deutschland ist seit 2017 die ärztliche Verordnung von medizinischem Marihuana erleichtert. Für viele Kranke ist der Weg zu einer Cannabis-Behandlung damit offen. Fakt 5. Ob Cannabis generell legalisiert werden sollte, wird in Deutschland seit Jahren diskutiert. Von den im Bundestag vertretenen Parteien sprechen sich FDP, Die Linke und die Grünen für einen kontrollierten Verkauf von Cannabis aus. Wir sind uns ja einigermaßen einig, dass Cannabis Probleme verursachen kann, insbesondere bei jungen Leuten. Wir sind uns noch nicht einig, was die Antwort ist. Also wir würden eher sagen, es ist Prävention, es ist Aufklärung, man muss wirklich vernünftige Maßnahmen in der Schule machen und so weiter. Und da wäre für mich zum Beispiel ein wichtiger Punkt, die Polizei da rauszunehmen. Die Polizei macht noch viel zu viel Drogenprävention in Schulen und kann in der Funktion gar nicht glaubwürdig Aufklärung betreiben. Und ich höre das auch von meinen eigenen Kindern, wenn die Polizisten da in der Schule waren. Warum? Was erzählen die dann da? Die sagen dann halt, bei Alkohol läuft es einigermaßen. Da wird dann eben einigermaßen entspannt auf die Risiken hingewiesen. Ne? Wird aber auch kein Riesendrama gemacht, wenn dann mal einer probiert hat. Und bei Cannabis heißt es dann irgendwie, ja, ist illegal, da verliert ihr einen Führerschein, lasst bloß die Finger davon und ihr landet in der Gosse und so weiter. Da wird es also extrem dramatisch dargestellt und aus der rechtlichen Perspektive. Es gibt keine medizinische Begründung für diese unterschiedliche Präventionsbotschaft und es gibt auch keine medizinische Begründung dafür, dass Alkohol verboten ist und Cannabis nicht. Du hast jetzt gerade ja, dich angesprochen, dass Cannabis verboten ist und Alkohol nicht. Zu Recht hast du dich angesprochen. Ja, ich weiß nicht, was das jetzt für eine Geschichte ist. Also erstmal machen das gar nicht mehr alle Bundesländer, weil die gar keine Kapazitäten dafür haben. Und dann sind die Präventionsvorträge, die mir bekannt sind, weit davon entfernt. Ich weiß nicht, was das jetzt für eine Geschichte ist. Die kann ich natürlich nicht wechseln, wenn jemand so eine Geschichte erzählt. Aber die klingt ein bisschen abwegig, als wenn jemand nur so in Art einer Schocktherapie da so etwas erzählt. Also die normalen Präventionsgeschichten, die weisen darauf hin, wie das wirkt, das Zeug, welche Gefahren davon ausgehen, selbstverständlich, dass es natürlich ein Reiz erstmal ist für viele, also das ist schon ein gesamtes Paket, aber es geht ja ehrlich gesagt auch nicht nur darum, das ist ja nicht schon gar nicht alleine Aufgabe der Polizei, hier Präventionskampagnen zu betreiben, sondern da haben wir eine Bundesdrogenbeauftragte, die hat entsprechende Mittel zur Verfügung und in der Tat würde ich an der Stelle zustimmen, breitere Kampagnen wären natürlich zu unterstützen und deswegen sage ich immer, man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also man kann die Diskussion über mehr Prävention völlig
im jetzigen System sogar führen, was ich nicht komplett schönreden möchte, aber das hat miteinander nichts zu tun. Also, dass wir mehr Prävention machen müssen, sollte völlig unstreitig sein. Dass die natürlich gut sein muss, dass die auf der Höhe der Zeit sein muss, ist auch, glaube ich, völlig klar. Wiebke, du bist ja in der Jungen Union. Marlene Mortler, noch Drogenbeauftragte, ist ja aus der Schwesterpartei. Würdest du sagen, die hat da einen guten Job gemacht, was Prävention und Aufklärung angeht in den vergangenen Jahren? Also ich finde die Kampagnen wie Kenn Dein Limit finde ich gut und ich finde es gut, wenn sowieso Kampagnen bestehen. Ich glaube, es gibt immer Luft nach oben, man kann immer noch mehr Prävention machen. Wir wissen alle, dass es ein Problem ist, dass in vielen Bundesländern nicht genügend Polizisten vor Ort sind. Das ist natürlich dann wiederum auch Ländersache und ich meine, ich komme ja aus Bremen, ich kenne dieses Problem besonders gut. Wir bekommen jetzt ja nochmal eine noch linkere Regierung, wenn es jetzt zu einer rot-grün-roten Regierung kommt. Ich glaube, dass man da bestimmt noch mehr machen kann in der Präventionsarbeit. Und, aber nicht durch die Polizei. Wie kann die denn konkret aussehen? Also das ist ja immer so Politikersprech, man kann da schon noch mehr machen. Was meinst du denn konkret? Was kann man denn mehr machen? Also ich finde es besonders wichtig, dass halt an den Schulen Aufklärung stattfindet. Ich finde aber auch, dass ich weiß natürlich nicht, wie es genau war, aber ich finde es auch wichtig, dass die Polizisten oder wer auch immer die Aufklärung macht, sagt, das ist illegal. Weil wir haben das Betäubungsmittelgesetz, das ist ein Nebenstrafrecht und es ist strafbar, Cannabis zu besitzen. Der Konsum nicht, aber Besitz, Eigentum, was ja häufig damit zusammenhängt, ist strafbar. Und ich finde, darauf muss man auch hinweisen. Und man soll es auch nicht dann verschönern. Natürlich sollte man darüber sprechen, dass es so diesen Reiz des Verbotenen gibt. Und man sollte vielleicht auch sagen, was mit einem passiert, wenn man es doch mal tut. Aber die Grundmessage muss für mich sein, Leute, überlegt, was ihr macht. Vielleicht seid ihr jetzt cool und hip, wenn ihr mit 15 damit so ein Ding zwischen den Fingern rumlauft. Aber guckt euch mal an, wie ihr dann aussieht, wenn ihr 24 seid und wenn ihr das länger macht, was mit euch passieren kann. Was nicht passieren muss, aber was halt auch passieren kann. Und auch Dominik sagt ja, dass es für ihn dann auch Auswirkungen hatte. Und ich glaube, das muss man den Leuten auch wirklich klar vor Augen führen. Traust du den Menschen nicht zu, dass sie selber für sich wissen, was gesund ist und was nicht gut ist für sie? Doch, mit genügend Aufklärung glaube ich, dass Menschen schon wissen, was gut ist für sie und was nicht. Ich glaube auch, dass jeder natürlich so ein gewisses Selbstrisiko einschätzen kann. Ich glaube auch, dass Freiheit ein wichtiges Gut ist. Ich glaube allerdings auch daran, dass wir als Staat eine Schutzaufgabe haben, gerade für die jüngere Bevölkerung. Weil wir trauen auch 18-Jährigen oder unter 18-Jährigen noch nicht zuzuwählen. Und wir sagen, wir haben da die besondere Schutzfunktion. Das sehen wir ja überall. Auch wenn man minderjährig ist, darf man ja noch nicht alles selbst unterschreiben. Und ich glaube, dass wir da als Staat auch Schutzmaßnahmen treffen müssen. Genauso wenig, wie man unter 18 halt einen harten Alkohol trinken darf, müssen wir auch unsere Jugendlichen davor schützen, dass sie halt sich selber kaputt machen, indem sie Cannabis konsumieren. Von daher ist das für mich das Hauptrisiko. Was da passiert, ist doch keine Schutzmaßnahme. Wir machen eine Massenverfolgung von harmlosen Konsumenten, die zumindest niemand anderem was tun. Wir schützen keine Jugendlichen. Die kommen alle an Cannabis ran, wenn sie wollen. Wir haben eine riesen Konsumverbreitung bei Jugendlichen. Und das Einzige, was das bringt, sind massenhaft Strafverfahren und zusätzliche Probleme für Jugendliche und Erwachsene. Wenn Sie da mit den Betroffenen reden, dann können Sie sicher sein, dass sie sich nicht beschützt fühlen, wenn sie staatlich verfolgt werden. Naja, aber es ist ja auch richtig, dass es staatlich verfolgt wird, weil es ist verboten in Deutschland. Wir sagen, wir wollen das nicht, wir wollen sie schützen. Es ist auch verboten, wenn ich unter 18 harten Alkohol trinke. Oder es darf zumindest nicht abgegeben werden. Eben, der Konsument wird aber nicht verfolgt. Ja trotzdem. Also der Konsum wird ja auch bei Cannabis nicht. Der Besitz. Der Besitz, aber nicht der Konsum. Dann würde ich sagen, schließen wir diese Runde ab. Ihr könnt nochmal da vorne Position einnehmen. Das dritte Statement lautet, wer Zigaretten und Alkohol erlaubt, muss auch Cannabis erlauben. Das klang ja hier schon ein paar Mal durch, dieser Vergleich. Du hältst den für nicht, also Äpfel und Birnen vergleichen so ein bisschen, ne? Das ist ja eine andere Diskussion aus meiner Sicht. Weil, ob wir jetzt darüber diskutieren, ob die Gesundheit der Bevölkerung besser wird, wenn wir Shops zur Abgabe von Cannabis einführen, hat er im Prinzip nichts damit zu tun, wie die Situation bei Alkohol oder Zigaretten aussieht. Da würde ich eher sagen, da könnten wir darüber diskutieren, dass die Werbung verboten wird oder so etwas, also was da helfen könnte. Aber es sind aus meiner Sicht zwei völlig unterschiedliche Diskussionen. Naja, wir haben gerade über Gesundheitsrisiko gesprochen, dann hieß es immer, Cannabis ist extrem gesundheitsgefährdend, aber das sind doch Alkohol und Zigaretten auch. Also warum kann das eine dann erlaubt sein und das andere muss verboten sein? Das ist eine historische Frage letztlich.
warum das eine erlaubt und das andere verboten ist. Aus der Sicht der Debatte über Cannabis ist für mich die entscheidende Frage, was passiert denn, wenn ich Cannabis legalisiere? Und da ist für mich gerade eben Alkohol und Zigaretten ist das Gegenbeispiel sozusagen. Was passiert denn, wenn wir Cannabis legalisieren? Ich bin der Auffassung, dass wir dann mehr Konsum sehen werden und dass wir mehr Kranke sehen werden, dass wir mehr Leute in den Psychiatrien sehen werden, die behandlungsbedürftig sind. Das ist aus meiner Sicht das Ergebnis. Wobei ich nochmal herausstellen will, das ist ja bisher noch nicht so richtig diskutiert worden, dass ich gleichzeitig nicht der Auffassung bin, dass wir die Konsumenten mit Ermitteln des Strafrechts belegen sollten. Das sind zwei nochmal unterschiedliche Diskussionen. Also die Frage, ob ich etwas legalisiere und staatliche Abgabe organisiere und ob ich Konsumenten mit Ermitteln des Strafrechts belege, sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Wir würden sagen, das eine ja, das andere nein. Also das heißt, ich bin gegen Legalisierung, das überzeugt mich überhaupt nicht, diese Konzepte. Ich würde aber auch sagen, das Mittel des Strafrechts ist nicht das Richtige, um mit Konsumenten umzugehen. Sondern welches Mittel wäre es dann? Nun, wir haben ja andere Situationen. In Portugal beispielsweise ist prinzipiell auch alles verboten, aber da würde man eher aus einer gesundheitlichen Perspektive dann auf solche Leute zugehen. Wenn man das so in etwa vergleichen will, ist das bei uns wahrscheinlich eher so das Ordnungswidrigkeitenrecht, was dann einschlägig wäre. Aber ich bin der Auffassung, dass wir insgesamt nicht sagen sollten, wir brauchen jetzt neben dem illegalen Markt, der in jedem Fall erhalten bleiben wird, auch da, wo wir legale Märkte haben, dass wir jetzt noch zusätzlichen Legalen brauchen, ist aus meiner Sicht reines, da haben Leute, wittern da ein gutes Geschäft. Dominik, du würdest was sagen, aber ganz kurz, es klingt jetzt so ein bisschen nach historisch gewachsen, so wir haben das schon immer so gemacht, das machen wir weiterhin auch so. Ist das für dich ein Argument, das zieht? Kein Argument, das ist eine Feststellung. Oder eine Feststellung? Aber es ist ja schon ein Erklärungsversuch gewesen, warum man das eine erlaubt lässt und das andere verboten. Ja, aber das ist historisch so, das ist einfach eine Feststellung. Ich habe rechtfertige das nicht. Ich rechtfertige das nicht. Findest du es denn richtig? Ich sage nur, wir sprechen ja heute über Cannabis. Genau. Und da würde ich sagen, da sollte uns Alkohol und Tabak eine Warnung sein. Wenn wir einerseits feststellen, dass Alkohol so ein großes Problem ist, dass so viel konsumiert wird, dass Tabak so viel Krebstote verursacht, dann sollten wir doch auf der anderen Seite nicht auf die Idee kommen, das irgendwie noch als Vorbild zu nehmen und sagen, dann wird die Welt besser. Das verstehe ich in der Argumentation nicht. Das finde ich total abwegig. Also ich verstehe den Gedankengang da wieder. Und das Thema Gesundheit ist für mich auch nachvollziehbar, dass das bei euch jetzt in dem Fall ganz oben steht. Durch den Konsum von Cannabis kann man in ganz schlimme Psychosen reinkommen, das ist Fakt, vor allem im jugendlichen Alter. Aber, und da möchte ich auch wieder eine Frage stellen, es gibt ganz viele Situationen, das ist mir selber passiert, ich kenne viele Leute, denen das passiert ist. Folgendes, die Cannabisblüten werden ganz oft mit irgendwelchen Substanzen besprüht, beispielsweise Kleber, um den einfach schwerer zu machen. Denn wenn er mehr wiegt, kann man dafür mehr verlangen. Leute, die sich nicht damit auskennen, rauchen das. Und natürlich kann man vom Cannabiskonsum jetzt eine Psychose über lange Frist gesehen bekommen, aber von dem einmaligen Konsum, da kann erstmal nicht wirklich viel passieren. Wenn das aber mit Kleber besprüht ist, dann kann es direkt zum Lungenkollaps kommen, zum Lungenriss. Also wenn das Thema Gesundheit so wichtig ist, was wird dann dagegen gemacht? Also die Diskussion ist natürlich bekannt, aber ich verstehe jetzt nicht so richtig, wie das Argument lautet. Ich stelle die Frage, wenn euch Gesundheit so wichtig ist, warum seid ihr dann gegen die Legalisierung und was tut ihr gegen diese Problematik, wie zum Beispiel Cannabisknospen besprühen? Weil sowas passiert. Die Leute kriegen davon Lungenrisse, Lungenkollaps. Das bringt ja nichts, etwas zu verschlimmbessern, wenn wir sagen, okay, wir legalisieren das jetzt. Dann kann es ja immer noch passieren, dass wenn man dann 15 ist, es vielleicht nicht legal bekommt, weil dann bei einer Legalisierung das wahrscheinlich erst ab einem Mindestalter abgegeben worden wäre. Dann kann das A immer noch passieren, von daher ist das für mich A kein Argument. Und B muss ich auch sagen, diese Leute muss man dann noch strenger verfolgen. Dann müssen wir unsere Polizei stärken, dann müssen wir denen eine Hand in den Rücken halten, müssen wir sagen, hier, das ist unser großes Problem. Das heißt, einerseits stärken wir die Polizei bei der Verfolgung und andererseits müssen wir dann vielleicht auch gerade über diese Problematik aufklären, dass wir sagen, Leute, wenn ihr jetzt Cannabis kauft und ihr denkt, es ist vielleicht nur Cannabis, es kann immer sein, dass da was drauf ist. Lasst den Scheiß. Was würdest du jetzt einem jungen Wähler, der zu dir kommt und sagt, hey, ich überlege gerade die CDU zu wählen, aber mich stört, dass ich trinke überhaupt keinen Alkohol, kiffe aber dafür und mich stört, dass ihr mich kriminalisiert. Warum ist das eine erlaubt, das andere nicht? Warum behandelt ihr mich wie einen Verbrecher, aber den Alkoholiker nicht? Was sagst du mir da als potenziellen Wähler? Ganz ehrlich, diese Frage, ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet, habe mit vielen Leuten auch in meiner Partei diskutiert und ich habe immer wieder diese Frage gestellt, weil ich kann absolut nachvollziehen, dass diese Frage aufkommt. Und ich kann auch verstehen, dass da so ein gewisses Unverständnis herrscht. Und wie lautet deine Antwort?
Meine Antwort lautet, ganz, ganz ehrlich, wie mein Vorredner das hier schon gesagt hat, wir haben schon Probleme mit Alkohol, wir haben Probleme mit Zigaretten, wir haben uns als Gesellschaft haben wir da eine lange Tradition. Man muss sagen, auch das ist jetzt nicht das Beste für die Gesundheit, Alkohol, Nikotin, weil das nicht super. Aber das ist bei uns historisch gewachsen und wir müssen einfach sagen, dass wir da als Gesellschaft halt auch die Entscheidung getroffen haben, dass wir halt Cannabis nicht dazu zählen. Ich kann, wie gesagt, den Jungwähler, der zu mir kommt und sagt, boah, das finde ich ein bisschen strange, kann ich sagen, ja, das glaubst du, das überzeugt den? Ich weiß nicht, ob Leute, die Cannabis konsumieren, wirklich die CDU wählen würden. Immer. Ich würde gerne mal auf diese Ursprungsfrage Alkohol versus Cannabis mal zurückkommen. Ich bin da immer verblüfft irgendwie, wenn ich da diesen logischen Bruch empfinde bei offensichtlich intelligenten Leuten irgendwie, bei diesem Vergleich. Also man sagt immer, oberstes Gebot für uns ist Gesundheitsschutz. Und deswegen ist Cannabis verboten. Wir haben bei Cannabis mit einer massenhaft verbreiteten, konsumierten Droge in der Gesellschaft zu tun, die Risiken mit sich bringt. Deswegen verbieten wir das, um die Probleme loszuwerden. Wir haben es bei Alkohol mit einer massenhaft verbreiteten Substanz zu tun, die Risiken mit sich bringt. Aber nein, der Vergleich ist irgendwie ungültig, da kann man doch nicht vergleichen und so. Für mich ist es genau das Gleiche. Es sind beides Rauschmittel, sie haben beide Risiken. Und beim einen sagen wir, da hauen wir mit der Keule drauf und bei dem anderen sagen wir, ja, nee, das regulieren wir eben. Aber wenn ich jetzt richtig verstanden habe, war das ja ein bisschen, wir haben jetzt schon damit Probleme, warum noch ein neues Problem schaffen? Ja, das ist immer dieses Argument mit dem neuen Fass. Wir wollen kein neues Fass aufmachen, wir haben schon Probleme mit den bestehenden Drogen. Aber das Fass ist ja längst offen. Wir haben Millionen von Konsumenten, wir haben mehrere hundert Tonnen Cannabis, die Deutschland jedes Jahr verbraucht und verraucht. Es geht nicht darum, da irgendwas Neues zu erfinden oder einen neuen Markt zu eröffnen. Es geht darum, einen bestehenden Markt, wo Milliarden Umsätze gemacht werden, wo auch das wirtschaftliche Interesse auch jetzt schon da ist. Da verdienen ja jetzt schon ein Haufen Leute auch richtig viel Geld mit. Aber die falschen Leute eben, ne, die zum Beispiel auch Streckmittel da reintun zur Gewinnmaximierung und da dann eben Gesundheitsgefahr für alle Konsumenten mit sich bringen auf so einem Schwarzmarkt mit der Ware, die man da kriegt und eben nicht nur für die 10 oder 20%, die vom Cannabis an sich irgendwie ein Risiko haben, sondern alle Konsumenten, eben die 80-90%, gerade bei den Erwachsenen, die eigentlich kein Problem mit Cannabiskonsum haben, die dann auf einmal Blei rauchen oder so. Hat man in Leipzig mal eine Epidemie, da sind über 100 Leute im Krankenhaus mit einer Bleivergiftung gelandet. Schwarzmarkt ist eine zusätzliche Gesundheitsgefahr für die Konsumenten. Und ich kann diesen logischen Bruch absolut nicht nachvollziehen, auch nicht mit dem historischen Argument, wenn dann gesagt wird, ja, Hanf gab es ja in Deutschland nicht oder so. Auch hier in unseren Breiten ist Hanf seit Jahrhunderten bekannt. Ich finde auch, dass es aus dem Gesichtspunkt von Demokratie und Bürgerrechten her eine schräge Sache ist, dass eben vom Staat oder von Parlamentariern gesagt wird, ja, wenn du dich berauschen willst, dann musst du Alkohol nehmen, Cannabis darfst du nicht, sonst wirst du verfolgt. Ich muss da einmal ganz kurz einhaken, weil sonst explodiert. Nur weil viele Leute etwas machen, heißt es ja nicht, dass es deswegen automatisch richtig ist. Wenn viele Leute oder viele Jugendliche sagen, so, ich gehe jetzt hier mal irgendwie in den Laden und klaue mir irgendwie eine Tafel Schokolade, dann sagen wir auch nicht, okay, dann legalisieren wir das. Das war das Argument bei Alkohol. Das machen so viele, können wir eh nicht verbieten, ist traditionell gewachsen, deswegen wird es nicht verboten. Argument. Das hat niemand hier gebracht, also jedenfalls ich nicht und ich habe es auch sonst nirgendwo gehört. Ich habe einfach festgestellt, dass es historisch so ist. Und ich habe gesagt, Alkohol und Tabak ist ein Negativbeispiel. Darauf habe ich ehrlich gesagt auch keine andere Antwort gerade bekommen, sondern ich finde, das ist frei verfügbar und hat außerordentlich negative Konsequenzen und das sollte uns eine Warnung sein. Aber der entscheidende Punkt ist der, wenn wir jetzt den Schritt nämlich ein bisschen weitergehen, dann stellen wir Folgendes fest und das wird an Diskussionen, wenn wir ehrliche Diskutanten, die Legalisierung fordern, haben in der Runde, deswegen bin ich gespannt, dann stellen wir Folgendes fest. Dieselbe Argumentation gilt für Heroin, für Ecstasy, gilt für alle übrigen Drogen, die illegal sind, auch. Wann hört das dann auf? Wenn wir jetzt sagen, Cannabis legalisieren wir, welche Droge, bei welcher hört es dann auf? Also die Diskussion, er hat vollkommen recht, die Diskussion über Drogenverbote und Prohibition muss grundsätzlich geführt werden und wird sie ja auch. Ist ja nicht so, als würde niemals jemand da auch mal Hand anlegen. Da haben wir auch Expertennetzwerke, Schildower Kreis zum Beispiel oder Law Enforcement Against Prohibition, jetzt auch in Deutschland eine Zusammenstellung von Polizisten, Staatsanwälten und so weiter, die sagen, wir müssen Prohibition grundsätzlich neu diskutieren und haben wir ja auch schon. Wir haben zum Beispiel bei Heroin, haben wir
eine legale Abgabe unter extremen Regulierungen, Schwerstabhängige und so weiter, aber genau unter den, mit dem Argument Gesundheitsschutz dieser Leute. Wir müssen denen sauberes Zeug geben, nicht dann den Schwarzmarktdreck irgendwie mit 10% drin oder so. Wir müssen die Beschaffungskriminalität reduzieren, wir müssen den Markt Therapie und Gesundheitsschutz damit vermischen, ob etwas kriminalisiert ist oder nicht. Es gibt eine legale Abgabe von Heroin in Deutschland als Genussmittel oder als Droge, wie auch als immer Sie das bezeichnen wollen. Das gibt es Respekt. Bereits, weil genau diese Diskussion geführt worden ist. Genussmittel. So. Du schüttelst den Kopf, Dominik. Was ich hier feststelle, stelle ich auch immer dann fest, wenn es einfach um dieses Thema geht. Es gibt diese zwei Gruppen und jeder hat ja so seine Argumente und ich finde, es stößt immer gegeneinander. Das, was immer vergessen wird, ist ja herauszufinden, warum ein Mensch überhaupt konsumiert. Also was er konsumiert, ist letztendlich egal. Man kann sich mit jeder Droge kaputt konsumieren. Die Frage ist ja, warum nimmt er jetzt eigentlich die Droge? Oder was ist in seinem Leben passiert, dass er sich betäuben muss? Und das ist das Wichtige. Und da sind wir wieder beim Thema Aufklärung, beim Thema, die Schüler darauf vorbereiten, wie ist das Leben, finde deine Ziele, Leidenschaft im Leben. Ich finde, es wird immer zu viel Energie verschwendet oder es wird gar nicht versucht, eine Lösung zu finden, mit der vielleicht beide Parteien irgendwie klarkommen würden, sondern die Seite will einfach das Verbot und die Seite will die Legalisierung. Und die Leute, die Legalisierung wollen, das sind auch sehr, sehr viele dabei, die sagen, hey, peace, open your mind, legalisieren wir alles, schauen, was passiert. Das ist eine Katastrophe. Also dieses machen wir, was wir wollen, schauen wir, was passiert, Katastrophe. Es so lassen, wie es schon immer war, auch Katastrophe. Ein Argument ist ja nicht von der Hand zu weisen und nämlich die Frage aufzuwerfen, wie hoch ist denn der Unrechtsgehalt bei denjenigen, die wirklich kleine Mengen mit sich führen, um wirklich zu konsumieren? Also ob etwas strafbar ist oder nicht, beantwortet sich ja im Wesentlichen nach dem Unrechtsgehalt dieser Handlung und dieser Tat. So, und da kann man in der Tat, finde ich, auch eine dogmatische Diskussion darüber führen, ob das da so richtig aufgehoben ist. Also wenn wirklich jemand sehr, sehr kleine Mengen bei sich hat, im Übrigen ist das Strafrecht ja hier auch nur ein Placebo an dieser Stelle, weil das ganze Zeug natürlich auch eingestellt wird. Deswegen ist das, wenn dann gesagt wird, die werden alle so strafrechtlich verfolgt, diese Konsumenten, stimmt das ja, aber ja es nur ist doch trotzdem erstmal Arbeit für den Apparat, richtig, oder nicht? Deswegen genau. Argumentiere ich auch dagegen. Genau. Deswegen argumentiere ich ja auch dagegen. Also an dieser Stelle, glaube ich, hat es unter Strafzwecken, wenn ich mir die so angucke, nicht richtig viel, gibt es nicht so richtig viele Argumente. Es hat keine positiven Auswirkungen auf den Konsumenten. Aber wäre das jetzt für dich zum Beispiel ein Kompromiss, mit dem du leben könntest, wenn wir sagen, okay, strafrechtlich ist es dann nicht mehr relevant, aber in irgendeiner Form müssen wir uns noch darum kümmern? Also das ist zumindest ein erster sinnvoller Schritt und ich freue mich auch, dass wir da auf einer Seite sind und der Bund Deutscher Kriminalbeamter sagt, okay, lass zumindest mit der Konsumentenverfolgung aufhören. Natürlich ist das ein wichtiger Punkt. Aber aus meiner Sicht reicht es nicht, sondern vielleicht noch mal kurz so skizzieren, worüber reden wir hier eigentlich bei Legalisierung. Es geht eben nicht um eine Freigabe, wie manche sich dann vorstellen, von wegen, ja, dann gibt es halt irgendwie Cannabis am Kiosk für Fünfjährige oder so und an jeder Supermarktkasse und wie die Weinregale massenhaft und so, sondern ich stelle mir ein System vor mit Fachgeschäften, mit einer begrenzten Anzahl an Verkaufsstellen. Dann kannst du zum Beispiel auch den Jugendschutz vernünftig kontrollieren, im Gegensatz zu Alkohol, wo ich Tausende von Verkaufsstellen in einer Stadt habe, die ich nicht kontrollieren kann. Und dann eben mit geprüfter Qualität, wo ich weiß, okay, da sind jetzt keine Streckmittel drin, da sind keine Düngerrückstände drin und so weiter. Und eine Angabe, wie stark das Zeug ist, wie viel THC da drin ist, wie viel sonstige Wirkstoffe da drin sind, wo kommt es her und so weiter. Werbeeinschränkungen auf jeden Fall. Und das stelle ich mir eben bei Alkohol und Tabak auch so vor. Deswegen sage ich, stelle mir eine Angleichung vor, weil also das ist wissenschaftlicher nachvollziehbar, dass dieses Schieben an den Reglern in einem regulierten System Sinn macht, dass es was bringt, wenn man Werbung einschränkt, wenn man die Preise noch ein bisschen anhebt oder so, dass man da Effekte erzielen kann, im Gegensatz zum Verbot. Da kann ich es nicht nachweisen wissenschaftlich. Dann würde ich sagen, schließen wir diese Runde auch ab und kommen zum nächsten Statement. Ihr kennt das Spiel. Der Staat ist der bessere Dealer. So,
Das lief alles planmäßig. Georg hat mich ein bisschen überrascht. Genau, da würde ich jetzt gerne mal erklären, wieso ich jetzt hier mal zwischen den Kollegen sitze bei der Frage. Ich finde einfach die Frageformulierung dämlich. Warum ist, wäre der Staat der bessere Dealer, war ja die Frage. Da erinnere mich so an schlechte Zeitungsüberschriften zu dem Thema, wenn es um Legalisierung geht und der Staat wird zum Dealer. Aber das ist ja Blödsinn. Der Staat reguliert einen Markt und die Händler, die in dem Markt aktiv sind. Da werden dann eben jetzt weniger Hells Angels unterwegs sein und eher Leute, die irgendwie mit Marketing und Buchhaltung sich auskennen und wissen, wie man Einzelhandel organisiert. Das ist der Punkt. Der Staat verkauft ja nicht selber irgendwas. Insofern ist, mag ich die Formulierung einfach okay, nicht. Okay, das ist die Begrifflichkeit. Aber ich will ja auch nicht, dass der Staat Bier verkauft selber, ne, mit einem eigenen staatlichen Jobs oder so, sondern ich denke schon, das sollte schon privatwirtschaftlich organisiert sein. Wobei man da durchaus präziser jetzt das Statement. Es ging mehr darum, dass der Staat das ganze Verfahren auch mit kontrolliert, dass es reguliert wird und dass es nicht einfach einen Schwarzmarkt gibt, auf dem es alles passiert. Gut, dann setze ich mich jetzt rüber. Willkommen zurück. Könnt ihr einmal aufrücken? Dann kannst du tatsächlich gerne einmal aufrücken. Vielleicht noch zu dem zweiten Punkt, der hier diskutiert wurde. Wo könnte der Kompromiss liegen? Wie machen wir weiter? Und auch die Frage, haben wir denn eigentlich eine Mehrheit für Legalisierung? Da kann ich vielleicht auch ein bisschen aufklären. Wir machen regelmäßig Umfragen per Infratest DIMAP, neutrale Fragestellung mit denen abgestimmt und immer die gleiche seit Jahren. Und was wir sehen ist, wir haben eine starke Steigerung der Zustimmung zur Legalisierung, aber tatsächlich letztes Jahr noch keine Mehrheit gehabt. Wir waren jetzt bei 46%, 2014 waren es 30. Der letzte Sprung war 7%, also vielleicht haben wir diesen Herbst die Mehrheit schon beisammen. Auf jeden Fall ist der Trend eindeutig. Und wir haben eine Mehrheit für die Entkriminalisierung der Konsumenten. Da sind wir wieder an dem Punkt. Da waren wir jetzt bei, ich glaube, 59% der Deutschen, die sagen, der Besitz geringer Mengen zum Eigenverbrauch sollte nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden. Von daher sehe ich das als Handverbandsvertreter auch vollkommen ein, zu sagen, okay, wir haben noch keine Mehrheit. Die Gesellschaft ist vielleicht noch nicht so weit, vollständig zu legalisieren. Vielleicht ist es diesen Herbst oder nächstes Jahr, aber dann lasst uns doch damit mal anfangen. Es gibt eigentlich kaum noch Experten, die sagen, mit dieser ganzen Kriminalisierung, mit dem ganzen Strafrechtsverfahren und so weiter, das ist alles super, soll alles so weiterlaufen. Also hier haben wir jetzt mal eine sitzen, aber es ist wirklich eine seltene Position mittlerweile geworden. Es gibt ja immer dieses populäre, beliebte Argument, was hier schon ganz oft gefallen ist, Entkriminalisierung, dann kann die Polizei endlich mal wieder ihre Arbeit machen, weil die werden ja die ganze Zeit aufgehalten mit so Kleinkram. Ja, das ist so? Ein etwas groteskes Argument, weil da würde die Idee hinterstecken, dass in den Kommissariaten, die jetzt Rauschgiftkriminalität bekämpfen, dass wenn die jetzt nichts mehr mit Cannabis zu tun hätten, dass sie dann sich um ganz viele andere Sachen zu kümmern hätten. Das ist nicht so. Das ist natürlich dummes Zeug, sehr, sehr platt und vereinfacht gesprochen, da gibt es ja noch tausend andere Stoffgruppen, deswegen hat ja keiner weniger zu tun oder so. Das heißt, wir haben im Prinzip keinen einzigen Mann gewonnen. Aber er kann sich dann schon um die härteren Stoffe kümmern, wenn er sich nicht mehr um Cannabis kümmern muss? Das passiert ja auch. Also das heißt, wir versuchen natürlich auch die Händler im Hintergrund zu ermitteln, sofern es denn irgendwie möglich ist. Aber zu glauben, wir hätten jetzt irgendwie Personal gewonnen, weil wir Cannabis legalisieren, das halte ich für einigermaßen absurd, also aus der Betrachtung der tatsächlichen Arbeitssituation heraus. Ja, aber wenn man sich da die Zahlen mal anguckt, also Cannabis ist doch ein riesiger Anteil sämtlicher Betäubungsmittelverfahren und die Konsumentenverfahren sind ein riesiger Anteil daran. Ich glaube, bei 82% sind wir mittlerweile gelandet bei der letzten polizeilichen Kriminalstatistik. Den Begriff gibt's 82% aller Cannabisverfahren richten sich gegen Konsumenten ohne Handel. Das waren 189.000 Strafverfahren letztes Jahr. Da kann mir doch keiner erzählen, wenn die Polizei diese Konsumentenjagd nicht mehr machen muss und 189.000 Strafverfahren nicht mehr machen muss, dass das keine Entlastung für die Polizei ist. Da haben wir keinen Mann gewonnen. Erstens, zum Zweiten gibt es keine Konsumentendelikte, weil Konsum nicht strafbar ist. Das haben wir ja heute schon mal gehört. Sondern es sind dann Besitzdelikte. Und das ist natürlich deswegen ist der Besitz strafbar und nicht der Konsum, weil man dem Besitzer nicht zutraut, dass er das Ganze jetzt nur für sich behält, sondern davon ausgeht, dass er möglicherweise davon was in Verkehr bringt. Und deswegen ist diese statistische Interpretation, so wie viele andere, etwas problematisch, sage ich mal. Kann ich einmal als Laie ganz kurz fragen, weil ich habe das nie verstanden. Ja. Wie kann ich denn konsumieren, wenn ich nichts besitzen kann? Nee, wenn aus irgendeinem Grund jetzt, du hättest einen Unfall und bei der Blutuntersuchung im Krankenhaus käme raus, du hättest jetzt THC im Blut, dann wäre das nicht strafbar. Weil ich nichts bei mir habe. Weil du konsumiert hast, wenn im Nachhinein irgendwie raus, du hast es konsumiert. Wenn du aber natürlich etwas bei dir hast, dann ist ja nicht gesagt, so ist die eigentliche Idee der Strafbarkeit, dass du das nicht weitergeben kannst. Dass du entweder den Joint weitergibst oder dass du den Stoff irgendwie weitergibst. Deswegen ist der Besitz unter Strafe gestellt. Das ist sozusagen die dahinterliegende Argumentation.
Aber zwei Dinge kommen ja zusammen. Zum einen habe ich ja nicht dafür argumentiert, dass es bei den Konsumenten so bleiben soll. Also das heißt, ich bin ja nicht in der Fraktion, die sagt, soll weiterhin das Strafrecht für die Konsumenten einschlägig sein. Zum zweiten ist es aber so, das hilft uns an der Stelle insoweit nicht weiter, weil die Entstehung von solchen Strafverfahren nicht dadurch geprägt ist, dass wir jetzt Konsumenten hinterherjagen, sondern die entstehen häufig aus anderen Strafverfahren heraus. Wir machen größere Strafverfahren und dann gibt es daraus viele Einzelne, die sozusagen dann auch in der Statistik entsprechend auftauchen. Und das Kommissariat wäre deswegen nicht arbeitslos, weil es sich noch weiterhin mit tausend anderen Stoffgruppen auseinandersetzt. Wenn in Hamburg eine 187 Straßenbahn, das ist eine Hip-Hop-Gruppe, ein Konzert gibt vor 20.000, warum sind da die Polizisten und kontrollieren alle Leute, die in diese Halle wollen? Also das ist doch gezielt, wird doch davon ausgegangen, dass da Cannabis da ist. Und das passiert ja ständig. Der Verfolgungsdruck ist enorm. Das da kann passiert man nicht sagen, auch ständig auf den Leuten nicht hinterher. In Bayern, wie wir gerade gehört haben. Nee, das ist wahrscheinlich. Ja, klar, haben wir das in Bayern. Also Sie können nicht auf ein Konzert gehen, ohne dass da Polizisten sind, die Ihnen das Cannabis irgendwie abnehmen wollen oder davon ausgehen, dass Sie welches dabei haben. Und wenn man die Energie für diese Arbeit in Aufklärung stecken würde? Das ist nicht unser Job. Also es ist nicht unser Job, an die Schulen zu gehen oder wir sind nicht hauptsächlich dafür da, Prävention zu leisten. Also ich kenne niemanden, dessen Job das ist. Deswegen habe ich mich zum Beispiel selbstständig gemacht und mache das auf eigene Faust, weil ich niemanden kenne, der sowas macht. Es geht aber jetzt um die Frage, ob die Polizei entlastet wird und was sie dann sonst zu tun hätte. Und die Rauschgiftkommissariate bekämpfen Rauschgiftkriminalität. Punkt. Und das tun sie nicht weniger, wenn sie kein Cannabis mehr bekämpfen, dann haben sie immer noch Kokain und alles mögliche andere zu bekämpfen. Wir haben keinen Mann gewonnen dadurch, also wo wir irgendwas anderes durchmachen könnten. Es ändert sich an der Stelle nicht. Das Argument hilft uns als Polizei insoweit dann, höchstens wenn er dann sagen würde, dann bekämpft ihr mehr Kokaindelikte. Okay. Ja, oder ich nehme ein paar Leute aus der Rauschgiftbekämpfung raus, die 189.000 Strafverfahren bearbeiten und stecke die in die Wirtschaftskriminalität. Wäre doch auch mal schick. Naja, aber wenn wir jetzt das Problem haben, dass wir zu wenig Polizisten haben, dann ist ja nicht die Lösung zu sagen, wir erlauben jetzt alles. Das hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Also das heißt, deswegen wehre ich mich auch immer gegen diese Statistik geschehen. Das hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Es gibt keine Schwerpunktsetzung der Kriminalpolizei in Deutschland, gerade besonders Rauschgiftkriminalität zu bekämpfen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir leben gerade in einer Situation schon seit geraumer Zeit, wo uns das Rauschgift bei Kontrollen vor die Füße fällt. Und ich rede jetzt im Kilobereich. Also das heißt, wir haben damit zu tun, dass wir inzwischen an der Westgrenze zu den Niederlanden uns mit Crystal Meth Funden im Kilogrammbereich auseinandersetzen müssen. Wir haben damit zu tun, dass bei allen möglichen Kontrollen, wo gar nicht gezielt kontrolliert wird, im Kilogrammbereich aufgefunden wird. Wir leben im Moment in einer Rauschgiftschwemme in Deutschland. Das ist die tatsächliche Situation. Und da jetzt nur Cannabis herauszugreifen, verkehrt wirklich die aktuelle Situation. Wir haben ein viel größeres Problem. Aktuell. Es ist ja alles schon durchgeklungen. Ich würde mir jetzt wünschen von euch, dass ihr einmal kurz in 3-4 Sätzen kurz und knapp euer Hauptargument bringt, warum es nicht legalisiert werden sollte, beziehungsweise warum es legalisiert werden sollte. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir erstens Aufklärung betreiben, wie gefährlich Cannabis ist, aber dass es dann auch nicht hilft, es zu legalisieren. Weil wenn wir sagen, etwas ist gefährlich, gerade für die Jugendlichen, gerade für euren Kopf, für das, was ihr später damit machen wollt, dann haben wir als Staat einfach den Schutzauftrag, auch zu sagen so, hey, wir passen auf unsere Jugendlichen auf, wir sagen euch einmal, das ist ein sehr wichtiges Argument hier, das und das kann passieren, aber auf der anderen Seite bringt es dann auch nicht, das zu erlauben, sondern ich sage, es ist zu gefährlich. Man muss vielleicht noch mehr darüber aufklären, muss vielleicht auch noch mehr forschen, aber deswegen würde ich momentan sagen, sollten wir es nicht legalisieren. Ja, natürlich muss Cannabis legalisiert werden. Ich denke, das Verbot von Cannabis ist gescheitert. Es senkt nicht den Konsum, es verhindert keinen problematischen Konsum, hat aber viele negative Auswirkungen. Angefangen bei der Verfolgung harmloser Bürger, über die Förderung von organisierter Kriminalität, über extrem hohe Kosten, die das den Staat kostet, diese Prohibition durchzusetzen, was dann bei der Prävention und Behandlung von Betroffenen fehlt. Schwarzmarktware ist problematisch von der Qualität her, ist eine zusätzliche Gesundheitsgefahr für die Leute. Und deswegen meine ich, dass wir unterm Strich alle besser bedient werden mit einer Legalisierung, nicht nur die Konsumenten, sondern auch die Gesellschaft insgesamt. Ich glaube, wir müssen den Gesundheitsschutz in den Mittelpunkt stellen. Und ich bin der Überzeugung, dass wenn wir eine Legalisierung haben, dass wir erheblich mehr Kranke zu verzeichnen haben werden, dass wir in den Psychiatrien mehr Jugendliche sehen werden, dass wir den Markt insgesamt vergrößern. Das ist mein großes Problem. Und die Argumente der Legalisierer, die überzeugen mich schlicht und ergreifend nicht. Also Cannabis sollte legalisiert werden, weil es einfach mehr Vorteile als Nachteile hat. Vorteile wären zum Beispiel Entkriminalisierung und Qualitätskontrollen. Aber, und das habe ich jetzt hier auch wieder festgestellt, Deutschland ist null bereit für diese Legalisierung.
Wir müssen den Präventionsunterricht in den Schulen vorantreiben. Wir müssen herausfinden, warum ein Mensch süchtig wird. Wenn wir das wissen, können wir mit dem Menschen arbeiten. Und das ist das Allerwichtigste an der ganzen Geschichte. Ich hoffe, ihr habt auch so viel gelernt wie ich. Es waren viele interessante Argumente dabei, finde ich, auf beiden Seiten. Was meint ihr? Sollte Cannabis in Deutschland legalisiert werden? Schreibt es einfach in die Kommentare und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis gleich.